Ah, okay, hallo liebe Schweizer. So, ich bin endlich wieder in Granada. Da gibt es feines Avena zum Morgen. Das ist Wasser mit Haferflocken. Ich bin wieder in meinem Häuschen, wir haben wieder einen Haufen Jungs im Häuschen. Ein paar sind gegangen, sind neu gekommen. Maria ist jetzt auch im Häuschen. Ja, es ist lässig mit Maria, sie ist lustig. Sie ist eine Herausforderung, sie ist aber lustig. Sie ist einfach mega herzig, aber sie hat halt einen Haufen Ängste und dann wird sie halt einmal verrückt, weil sie so viel Ängste hat, weil sie einfach fast vor allem Angst hat. Und wir brauchen ganz viel Geduld mit ihr, aber sie ist aber mega herzig mit ihr. Und ja, es ist cool ja. Wir haben einen Haufen Pläne und die Situation hat sich auch verbessert. In Nicaragua ist es wieder ruhiger. Also es war ja schon ruhig, als ich vor einer Woche da war, bei 3 Tagen. Und ich bin dann nachher nochmal zurück an die Grenze, wollte den Hund holen bei Bina, aber es ist dann nicht gegangen. Sie hat mich wieder nicht eingeladen, bei Wochen obdachlos in Liberia. Und mit Gitarren und 2 Stunden am Tag habe ich Predigt im Park und Gitarren. Und das Gitarren hat ein bisschen Geld eingebracht, so 2 Franken pro Tag. Und vom Predigen habe ich das Essen bekommen und Getränke und Zeug. Aber es ist eine ganz spannende Erfahrung gewesen, das Obdachlose. Ich habe wirklich für jeden Hafenkäse, den ich brauchte, habe ich müssen auf die Knie beten vor Gott. Ich habe gesagt, Gott, ich brauche ein Hütchen, weil sonst ist es heiß. Ich habe das Brett mit Sonnen auf den Kopf. Und dann hat mir ein Gosser Igaguan wirklich ein Hütchen geschenkt. 2 T-Shirts hat er mir geschenkt, hat mir das Essen gebracht. Und einer von Ghana hat mir ein paar Hosen geschenkt und Kleider. Und Kirchen haben wir aber nicht. Sie haben mir auch geholfen, aber ich habe viel mehr erwartet von den Kirchen und die haben mir halt schon nicht so geholfen. Das hat recht weh gemacht. Aber es ist gut, wie es war. Ich habe viel gelernt. So. Wirklich viel gelernt. Ich habe gelernt, gesehen, man kann wirklich so leben, wie das Jesus auch predigt hat. Nehmen kein Geldbeutel mit und kein 2 Zömmli und gehen einfach von Dorf zu Dorf. Und ja, jetzt wirklich dürfen lernen, das funktioniert wirklich. Man kann es wirklich so überleben mit Predigen. Es kommt wirklich, also es kommt ein Riesensegen retour, wenn man so viel predigt. Aber ich habe wirklich, es war spannend gewesen. Ich habe jeden Tag 2 Stunden predigt. Ich habe so einen geistlichen Hunger bekommen. Es hat mich ausgelebt, so viel predigen. Ich musste ins Wort gehen, musste eine Bibel lesen, damit ich tanken selber, damit ich Kraft habe zum Predigen. Es war eine spannende Zeit in der Woche. Und eine ganz spannende Erfahrung. Und hat mir hat mich sehr viel weitergebracht, auch in meinem persönlichen Glauben. Ich habe vorher immer Angst gehabt vor dem Obdachlossein, auch in der Schweiz. Ich war auch ein paar Tage obdachlos gewesen, in der Schweiz, auch in Frankfurt 3 Tage. Und es war kalt gewesen, und ich hatte Angst gehabt, ich könnte verfrieren und zeugen. Es war immer mit Angst verbunden gewesen. Und jetzt eigentlich durch die Wochen in Liberia habe ich einfach all die Ängste verloren, habe gemerkt, doch. Also am Anfang hatte ich auch Angst gehabt, ich komme nicht zu essen, aber ich würde verhungern. So. Ich hatte nur 1 Franken im Sack gehabt, oder? Angst gehabt, ich würde nicht überleben und es ist nicht gefährlich gewesen, aber doch, ich bin ausgelaugt gewesen. Ich habe am ersten Tag schlecht geschlafen, müssen auf einer am Strassenrand auf einem Trottoir schlafen, bei einem Laden und ich habe schlecht geschlafen, dann war ich müde gewesen, zu wenig getrunken, nichts gegessen und dann bin ich recht erschöpft gewesen. Ich dachte, wenn ich jetzt nichts zu essen bekomme, wird es gefährlich, dann muss ich ins Spital oder so. Und ich weiss nicht, ob mich da jemand ins Spital schleppt oder ob es mich einfach auf der Straße liegen lässt. Die Angst hatte ich, oder? Und es ist dann aber so gewesen, dass es ist wirklich so gewesen, Gott hat wirklich so gemacht, dass ich einfach wirklich für alles, was ich brauchte, habe ich musste beten. Ich musste auf die Knie gehen und vorher, gut, vom Gitarren und Predigen hat es auch gegeben, aber sobald ich auf die Knie gegangen bin und betete, habe ich das Zeug bekommen. Und vorher war es immer eine harzige Sache gewesen. Ich konnte Gitarren und es war harzig gewesen. Aber sobald ich auf die Knie gegangen bin und betete, hat Gott mir die Sachen gegeben, die ich brauchte. Aber ich habe wirklich müssen für alles. Ich habe gesagt, Gott, ich brauche ein Hütchen, ich brauche 4 Paar Socken, ich brauche 2 Paar Unterhosen, ich brauche Seife, um mich waschen, zum Kleiderwaschen. Ich sollte ein Rucksäckchen haben, Hundeleine. Für all die Sachen habe ich betet und habe es dann auch bekommen. Nicht alles geschenkt. Ich habe dann auch noch Geld bekommen aus der Schweiz. Zum Teil habe ich es auch gekauft. Aber wirklich für alles habe ich müssen beten. Und es ist mega spannend gewesen. Und es ist auch interessant, mit Maria, meine Freundin, sie hat ja so jahrelang so gelebt in Nicaragua und ich habe ab und zu bei ihr geschlafen.
im Park. Und sie hat immer am Morgen ist sie aufgestanden auf den Knien und gesagt: Papito Dios, dame mi frijolito diario, lieber Gott, bitte gib mir meine täglichen Böhnchen. Das habe ich so herzig gefunden, oder? Wie sie für ihre täglichen Böhnchen gebetet hat. Und das ist interessant, Gott hat mich irgendwo ins Gleiche nie geführt jetzt. Also natürlich lebe ich nicht so, wie Maria gelebt hat, aber er hat mich das Leben auch irgendwie kennenlernen, wo die Maria jahrelang haben müssen führen, damit ich sie kann verstehen, damit ich verstehe, aha, vor dem hat sie Angst, aha, darum hat sie, kann sie das nicht, darum hat sie vor dem Angst, darum hat sie vor dem Angst, ah, so hat sie müssen leben. Und es war auch spannend gewesen, Maria ist ja nie aufs WC gegangen, die Leute haben sich immer beschwert, dass sie kein Bad nimmt und nie aufs WC geht. Auch die Martha hat gesagt, eben, sie gehe nicht aufs WC, und sie hat die Martha, die auch dort obdachlos war, im Park, hat sie immer anleiten, um aufs WC zu gehen. Ich habe dann auch, wir mussten auch müssen aufs WC gehen in dieser Woche. Oder? Bei einem Italiener in einer Gelateria bin ich aufs WC oder habe mal schnell das Gesicht gewaschen und alles. Und habe müssen schiessen. Und es war halt eine längere Sitzung. Und dann kam auch der Italiener gekommen. So, jetzt ist dann aber etwa fertig hier. Jetzt bist du schon lange auf dem WC. Und dann habe ich gemerkt, ich muss etwas kaufen in dieser Gelateria. Sonst irgendwann sagt er, kannst du nicht mehr aufs WC gehen. Und habe gemerkt, das ist auch richtig so. Der hat eine teure Beiz. Und wenn ich dort ständig als vergammelt und mit stinkenden Kleidern bei dem aufs WC gegangen, nachher kommen die Leute nicht mehr so gerne zu ihm in Beiz. Der macht Verlust wegen mir. Es ist richtig, wenn ich dem irgendeine Glasse kaufe bei ihm oder so. Alles, es ist nur recht und billig. Aber ich habe gemerkt, das WC war eigentlich fast der teuerste Posten gewesen, zum Überleben. Oder, also eine Dusche konnte ich nicht nehmen. Aber gemerkt, das WC war der teuerste Post. Das hat, wenn ich bei dem etwas gekauft habe, das 1000 Kolonnen kostet, 2 Dollar, oder? Und das ist, ich habe vielleicht 3 Dollar gemacht pro Tag. Und wenn ich alle 2 Tage aufs WC musste, hat mir das jedes Mal 2 Dollar gekostet. Ich dachte, das ist der teuerste Post. Als Obdachlos ist das ein Luxus, das WC. In so einem Land, in der Schweiz natürlich nicht. Du kannst auf Notschlafstelle, dort hat das WC. Aber ich merke so noch immer wie in Costa Rica oder Nicaragua, das ist der teuerste Post. Und Maria hat natürlich nicht können predigen, so wie ich, oder Gitarre. Die hat einfach 4-5 Stunden gebetet, oder? Und das war ihre Arbeit gewesen. Und sie hat Geld bekommen für das. Sie hat nicht so wie die anderen Obdachlosen müssen gehen betteln. Das hat sie nie gemacht. Sondern sie hat ihre Arbeit gemacht und das war das Gebet gewesen. Und für das hat sie einfach Zeug geschenkt bekommen. Sie hat Suppen bekommen, sie hat Geld bekommen. Das, was sie gebraucht hat, so wie ich jetzt auch die Woche, auch genau gleich. Und ich habe nicht gebetet, ich habe 2 Stunden predigt und das hat sehr viel Sagen retour gebraucht. Also auch, ich habe einfach mein Essen bekommen, mein Trinken, das ich brauchte. Und die Leute haben mir alles, was ich brauchte, haben sie mir gegeben, Kleider, Hütchen, einfach alles, was ich brauchte, habe ich bekommen. Und das hat ja Jesus auch gesagt, nehmen keine Geldbeutel mit, nehmen keine 2 Hömmchen mit. Gehen von Dorf zu Dorf, predigen, machen die Kranken gesund. Das habe ich jetzt nicht gemacht, habe mit niemandem gebetet, der krank war. Aber merkt, man kann wirklich so leben. Es ist wirklich spannend. Aber es ist mit Leiden verbunden, man hat Sorgen, man schießt einem natürlich an, Scheiße, jetzt muss ich hier auf der Straße bin und so. Man hat schon Sorgenpfannen auf dem Kopf. Es ist mehr Leiden, als wenn man ein Bett und ein Haus hat. Natürlich ist es mehr Leiden. Das ist natürlich nicht so ein lässiges Leben, natürlich nicht. Aber auf der anderen Seite ist es lässig, dass man 2 Stunden predigen kann im Park. Das ist dann wieder lässig. Oder? Und dass einem die Leute alles schenken und Freude haben an der Predigt, das ist dafür auch wieder. Es hat beide Seiten. Es hat mühsam und schön. Oder? Und ja, was natürlich auch ist, wie Jesus hat gesagt, nehmen keine 2 Hömmchen mit. Oder? Und was natürlich, wenn man keine 2 Hömmchen hat, irgendwann fällt das Zeug einfach an verstinken. Oder? Und ich habe auch eine Nacht hat mir einer von einer Kirche ein Hotel gezahlt, da konnte ich eine Dusche nehmen dort. Und man hat auch in dieser Kirche, hat man einmal in der Woche, haben sie den Obdachlosen, hat man dort können duschen in dieser Kirche, das hat es Möglichkeiten gegeben. Aber gleich Kleider, oder, können natürlich auch verstinken. Und natürlich kannst du nicht beten, dass dir jemand neue Kleider schenkt. Das hat Maria immer so gemacht. Sie hat vielleicht die Kleider eine Woche oder 2 Wochen die gleichen Kleider angehabt und dann haben ihr die Leute neue Kleider geschenkt. Und ich weiss nicht, wie hat es Jesus gemacht, gell? Das wissen wir nicht. Man kann in der Bibel lesen, er hat da das Gewand gehabt, wo sie am Schluss los drüber geworfen haben. Ich weiss nicht, wie Jesus das gemacht hat. Eben das Gewand ab und zu gewaschen hat in einem Weiherli. Oder er war ja einmal zu Gast gewesen, bei Familien. Ob die Frauen ihm das Kleid gewaschen haben regelmäßig. Oder eben dann, wie das gegangen ist. Wenn er das Kleid zum Waschen gegeben hat, haben sie ihm andere Kleider gegeben. Ich weiss nicht, wie Jesus das gemacht hat.
gemacht hat, dass er nicht gestunken hat bis in den Himmel rauf. Ich weiß nicht, wie Jesus das gemacht hat, aber es ist wirklich spannend. Es ist ganz eine spannende Erfahrung gewesen. Und ich musste kämpfen, natürlich, weil ich wusste, ich brauche 500 Stutz, um wieder über die Grenze zu kommen. Wir sind im Gebet auf den Knien jeden Tag für die 500 Stutz betet. Und es ist mega lustig. Ich habe beim ersten Mal, ich bin ja zweimal über die Grenze. Das erste Mal 3 Tage in Granada gewesen, aber zurück wieder, geht der Hund holen, haben sie mich wieder nicht eingelassen. Das erste Mal habe ich mir 500 Franken zeigen. Ich habe Geld dann mal bekommen von meinem Chef in Florida. Für das, aber das hat nicht gelangt, weil Costa Rica ist einfach teuer. Ich habe das Geld gebraucht für einen Bus und fürs Essen und so. Das Geld ist schnell weg gewesen. Und dann musste ich warten auf meine Rente. Von meiner Rente habe ich dann die 500 Schutz gehabt. Das konnte ich zeigen am Zoll, dann konnte ich über den Zoll. Und dann das zweite Mal schon wieder nicht über den Zoll können. Und dann habe ich gemerkt, jetzt müssen 3 Wochen warten auf meine Rente. Ich warte nicht 3 Wochen. Maria hat mir Fotos geschickt, die ist halb Blut im Park rumgelaufen. Mit BH und Unterhose ist die rumgelaufen, weil sie nicht gebetet hat. Weil sie ihre Arbeit nicht gemacht hat, ist ihr Segensniveau so ins Loch runtergeht, dass sie sogar noch vergessen. Also vergessen, ich weiß nicht, wieso sie das gemacht hat, aber sie hat so an Segenslevel verloren, dass sie nicht einmal mehr ein T-Shirt angelegt hat. Oder? Ich habe gesagt, Jesus, ich muss bei dieser Maria sein, es geht nicht. Oder hat Mose gesagt, geh mal die Maria suchen zu oben, bring die ins Haus, dass sie da nicht im Park schlafen und zeugen. Da dachte ich, ich muss bei der sein, da muss einer schauen, es geht nicht so, ich kann nicht so rumlaufen. Und habe da, bin da in Liberia selber obdachlos und gesagt, Jesus, jetzt müssen die 500 Franken auf den Tisch, fertig. Und es ist so witzig, Gott hat mir das Doppelte gegeben. Das erste Mal hat er mir 600 Franken gegeben nach einer Woche Gebet. Beim zweiten Mal hat er mir das Doppelte gegeben, das ich brauche. Und jetzt haben wir wirklich, wir haben Geld, wir haben nicht so viel Geld, aber wir brauchen das Geld auch. Die Leute haben, vielleicht geben wir einer Kille, können wir Reis kaufen für die ganze Kille. Die Leute haben nichts zu essen, wir können Reis kaufen. Die Leute haben sich zum Teil müssen verschulden, weil sie, der Mercado ist jetzt, glaube ich, 2 Monate, ist der Mercado nicht auf gewesen. Die Leute haben nicht können arbeiten, viele haben sich ein bisschen verschuldet. Und wir brauchen das Geld wirklich. Ich bin sehr froh um alles Geld, das ihr geschickt habt. Vielen, vielen Dank. Und wir wollen es auch revanchieren bei euch. Wir können natürlich nicht gross etwas zurückgeben. Wir können für euch beten, und das werden wir auch machen. Ich bin auch dran, 2 Bücher, also ein Buch habe ich angefangen, für wie man von Psychose frei wird, bin ich ein Buch am Schreiben und werde dann auch noch ein anderes Buch schreiben. Für eher wohlhabendere Schweizer oder Europäer, ich schreibe es wahrscheinlich auf Deutsch und tue es dann aber auch auf Englisch übersetzen, die beiden Bücher. Und um mich revanchieren bei euch, weil ihr habt mir jetzt doch in diesen 1,5 Jahren sehr viele Spenden bekommen und es ist ganz wenig von mir retourgekommen. Und das ist wirklich ein grosser Fehler, den ich gemacht habe. Es ist verständlich, ich hatte einen Riesenkampf gehabt, hier 4 Tage im Gefängnis, einmal in der Psyche. Ich habe um mein Leben müssen ringen, vielmal, ich musste kämpfen. Es war nicht einfach gewesen, da. Ich hatte einfach keine Zeit gehabt, zum Rundbrief zu schreiben, oder auch keine Motivation, weil ich einfach, was soll ich schreiben, bei 4 Tagen gefangen war. Ich hatte keine Lust gehabt, über das zu schreiben, und darum sind auch nicht viele Rundbriefe gekommen. Es hat zum Teil auch geheißen, der Rundbrief ist ein Ego-Trip, was mir natürlich auch weh gemacht hat, aber mit dem muss man können leben. Und von dem her ist von mir einfach auch mal nicht viel retour kommen, und das wollen wir ändern. Wir wollen mehr Rundbriefe schreiben, wir wollen vielleicht auch mehr YouTube-Botschaften machen, ich weiß nicht genau, wie wir es machen wollen, vielleicht auch von Mäusen-Botschaften. Ja, damit ihr auch etwas davon habt, von dem Sagen, was Gott hier lässig am Machen ist in Granada, und damit ihr auch an dieser Freude teilhaben könnt, die Gott uns hier allen schenkt. Ich habe eben das Haus mit diesen 6 Jungs und wir haben alle Freude aneinander und es ist lässig im Haus, wir sind gute Freunde und es ist kein Problem, zum Teil klauen sie und sind wie Kinder, oder? Sind wie Kinder und zum Teil wird etwas geklaut und dann hat es wieder einen, der geizig ist und eine riesen Schüssel Suppe kocht und den anderen nichts abgibt und wir haben unsere Probleme und einer, weiss nicht, der eine sagt, er sei homosexuell und was weiss ich, ich weiss es doch selber nicht. Und manchmal, wenn ich einen schlechten Tag habe, wenn es mir scheiße geht, macht mich das Zeug verrückt, oder? Und dann reagiere ich nicht so, wie ich es hätte. Und aber Gott ist dann einmal gnädig und deckt es wieder zu. Und bis jetzt haben wir wirklich eine riesen Gnade immer gehabt von Gott. Und ich habe Fehler gemacht, die Konsequenzen gehabt haben, aber
Einer, der Tano, ist nicht bei uns und das ist mein Fehler. Und ich am Beten, dass wenn Gott will, dass er wieder zurückkommen kann, dass er wieder zurückkommt. Aber wir sind Full House. Wir brauchen eigentlich bereits ein grösseres Haus oder ein Zelt oder ein Gelände mit diesen zwei Zelten, die ich in einer Vision gesehen habe. Wir sind bereits so weit, dass wir eigentlich ein grösseres Gelände bräuchten mit diesen zwei Zelten. Aber auch das ist wieder ein grosser Schritt. Und ist gescheiter, wir beten für das Beten vorher, aber wir wären eigentlich schon bereits so weit. Oder vielleicht auch jetzt mit der Maria, ich bin letzte Nacht, du, die ganze Nacht, ich bin verliebt gewesen, wie noch nie in meinem Leben, aber meine Güte. Es ist witzig und habe dann überlegt, eben, wie geht das weiter mit der Maria? Oder sie, irgendwo will sie keine Beziehung und irgendwo will sie doch und irgendwo hat sie Angst davor. Sie hat ja ihren ersten Partner verloren, sie hat ihre Kinder verloren, sie hat ihre Familie, sie hat alles verloren. Und bei mir hat sie genau die gleiche Angst, sie würde mich auch wieder verlieren. Und die Ängste müssen heil werden, oder? Sonst ist die Beziehung einfach immer ein riesen Chaos, oder? Haben wir wirklich überlegt, wie könnte man das machen? Könnte man draußen ein Zelt machen im Garten, wo sie beten kann? Oder? Weil sie geht immer in die katholische Kirche beten. Und eigentlich die ganzen religiösen Geister von dieser Kirche wollen eindringen bei uns. Und ich muss geistlich kämpfen gegen das. Und es ist nicht ganz einfach, es kostet Kraft. Und ich denke, wenn ich ihr ein Zelt machen könnte, wo sie dort beten kann, dann ist sie bei uns, dann bleibt sie unter unserer Salbung im Gebet und bringt die ganzen katholischen Geister in das Haus und da sind wir am Beten, dass sie von dem frei wird. Und vielleicht auch in Zukunft eben das Zelt, dass das könnte unser Schlafzimmer werden. Aber ich dachte, nein, das bringt es auch nicht, das Zelt. Ich dachte, ein Wohnwagen, ein Bauwagen. Ich hätte immer will in einem Bauwagen wohnen, das wäre geil. Jesus, gib uns doch einen Bauwagen. Ich hätte immer will in einem Bauwagen wohnen. Mit der Maria in einem Bauwagen und als Sanktuario, als Gebetszimmerli und so, als Büröli. Ja, und ich denke, das mit dem Bauwagen ist eine gute Idee, aber im Moment haben wir jetzt das Geld nicht. Vielleicht reicht es für ein Zelt oder etwas im Garten. Wir haben auch das Problem, dass der Garten immer überschwemmt ist. Wenn es regnet, ist der ganze Garten eine riesen Soße. Und so kannst du natürlich kein Zelt in den Garten stellen. Und Dings, Janet war gestern da, die eine Pastorin, hat gesagt, ja, dann musst du Zementfundament machen. Und musst du ein Fundament machen mit Zement. Ich, Halleluja, die Probleme habe ich alle nicht gehabt. Was sind das für Probleme? Ein Häuschen bauen für meine Frau und für meine Familie. Du, was sind das für Probleme? Ich will doch kein Häuschen bauen. Ich will doch dem Herrn dienen. Ich will doch Ministry machen und nicht für meine Familie ein Häuschen herstellen. Was muss ich jetzt da alles für Sachen machen? Und ausgerechnet ich ein Zementfundament. Ich habe schon auf der Baustelle geschafft, aber ich war der Vollschole auf der Baustelle. Ich weiss doch nicht, wie man ein Zementfundament macht. Für das braucht es einen Arm oder einen Georg oder was weiß ich wer. Oder der Jan, der weiss, wie man ein Zementfundament macht. Aber ich weiss doch das nicht. Aber ich denke, in dem Land, in Nicaragua, kannst du nicht 10 Bauarbeiter anstellen. Da musst du das Häuschen selber bauen. Da baut jeder das Häuschen selber. Ich muss das auch lernen. Sorry, Jesus, ich muss es auch lernen. Wenn ich heirate, muss ich auch lernen, wie man ein Häuschen baut. Aber meine Güte, heirate du. Naja, das gibt mir etwas, aber... also vielen Dank für eure Gebete und auch das mit der Missionarschule sind wir auch am Planen, aber das machen wir noch piano, das pressiert jetzt noch nicht. Aber Gott hat mir ganz viele Sachen gezeigt für die Schule, weil die Schule, die ist schnell gemacht. Du musst einfach eine Stube mieten und ein paar Stühle erstellen und dann hast du die Schule. Aber das Problem ist, wie tun wir die nicaraguanischen Missionare finanzieren? Das ist das Problem. Die Schule ist nicht das Problem, sondern woher kommt das Geld, dass die Leute Missionare sein können? Das ist das Problem. Und da hat mir Gott ganz tolle Sachen gezeigt, was wir können machen, dass die Nicaraguaner zu Geld kommen, zu Spenden, damit sie können vielleicht 200 Franken im Monat haben, sodass die auch Missionar werden. Das ist ganz spannend, was mir Gott da gezeigt hat, aber das sind wir erst im Planen, die Schule. Und die kommt, aber wenn es Gott erlaubt, kommt die Schule, aber das ist alles noch im Planen. Also vielen Dank fürs Zuhören und Gott möchte euch alle mega segnen. Und auch euch, die Psychose haben, die krank sind, gebt nicht auf. Jesus liebt euch mega, er hat mich gesund gemacht.
Er wird auch euch gesund machen, gebt einfach nicht auf und seid nicht traurig, wenn ihr arm seid. Das gehört dazu, arm sein ist keine Schande. Psychose ist eine geistliche Armut, es ist keine Schande, wenn man Psychose hat. Und wenn man arm ist in der Schweiz, es ist keine Schande. In der Schweiz ist Psychose eine Form von der Armut. Und Gott wird euch gesund machen, gebt einfach nicht auf. Und seid fleissig, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um von Psychose gesund zu werden, fleissig sein. Weil das Problem in der Schweiz ist, dass alle fleissig sind wie eine Kuh. Die ganze Schweiz ist fleissig wie eine Kuh. Und wenn man in der Schweiz nicht so fleissig ist wie die anderen, dann geht man in ein Loch, dann hat man Depressionen oder Psychosen oder was weiß ich. Und das ist in der Schweiz ist es einfach so, du musst fleissig sein, sonst kommst du unter die Räder. Und das gilt auch für die Leute, die Psychose haben. In einem armen Land ist es einfacher, da musst du nicht so fleissig sein, um von der Psychose gesund zu werden, da wirst du schneller gesund. Aber es können nicht alle von der Schweiz weg, die weg können, kommen hierher auf Nicaragua, die werden schnell gesund, hier probieren es aus, kommen 2 Wochen in die Ferien zu mir, können zu der Angelina wohnen, kommen in die Ferien, probieren es aus, ob es euch gut tut, es hat den ganzen Tag Sonne hier, man wird schnell gesund von Psychose hier. Es ist wirklich, also es ist die beste Möglichkeit, um von Psychose gesund zu werden, auf Nicaragua zu kommen. Es ist mit Abstand die beste Variante. Weil in der Schweiz bist du am Kämpfen. Und in Nicaragua ist das viel einfacher. Aber wir haben natürlich den ganzen Luxus nicht mehr von der Schweiz, das ist so. Man tauscht einfach die geistliche Armut von der Psychose gegen eine andere Armut aus. Und so wird man von der Psychose gesund, aber man ist dann einfach nicht mehr so reich wie in der Schweiz. Aber es funktioniert. Ich habe jetzt seit dem September oder was, habe ich keine Medikamente mehr. In der Schweiz hat man meine Psyche eingeliefert, man hat mir eine Spritze in den Arsch gejagt, 6 Leute sind auf mich, haben mich zu Boden gedrückt und haben mich fast verwirkt. Ich habe geschaut, wie am Spieß, Jesus, hilf mir, die haben mir eine Spritze in den Arsch gejagt, keine Diskussion da, du nimmst jetzt deine Medikamente. Ich habe Angst gehabt, ich habe gedacht, wenn die mir 25 Milligramm haben sie mir gegeben, ich habe gedacht, wenn die mir wieder so abfüllen, ich muss wieder ein Jahr Entzug machen, um von dem Scheiße wegzukommen. Ich verrecke weg diesen Affen. Und Gott war so gnädig, ich bin aus der Psyche rausgekommen, ich habe ein einziges Mal Medikament noch genommen, ich habe gesagt, Jesus, ich mache einen kalten Entzug, wenn ich Vertrauen habe, dass das geht, ich vertraue dir, dass es geht. Im September ist es gegangen, ich war 3 Monate ohne Medikament, es ist gegangen, ich vertraue, dass es geht. Und wenn du dich nicht vertraust, geht es auch nicht, wenn du Angst hast, dass es nicht geht, dann geht es nicht. Ich habe gesagt, das geht, in Jesu Namen, er lässt es dem aufrichtigen Gelingen, habe das Wort proklamiert, bin auf dem Fels vom Wort gestanden und es ist gegangen. Ich habe es abgesetzt, ohne Problem. Okay, ich habe vielleicht schlecht geschlafen, ein bisschen Halluzinationen gehabt in der Nacht, wenn ich schlecht geschlafen habe, so ein bisschen Zeug gesehen und so. Das habe ich gehabt, das ist aber, wenn man schlecht schläft, wenn man nächtelang schlecht schläft, das ist ein Stück weit normal, das ist nicht unbedingt jetzt wegen einer Psychose. Und so Sachen habe ich gehabt. Ich habe im Flugzeug viele Visionen gehabt und Zeug. So, was soll's? Dafür habe ich jetzt keine Medikamente mehr und jetzt habe ich nicht mehr so Zeug, ich habe nicht mehr so Visionen, ab und zu, aber das, wenn man im Gebet ist, hat man Visionen, das ist normal. Und jetzt schlafe ich auch gut und es ist alles im grünen Bereich. Und es war auch eine super Erfahrung, dass ich wirklich den kalten Entzug machen konnte, von einem Tag auf den anderen 25 Milligramm absetzen, weil jetzt habe ich keine Angst mehr, dass ich ein Jahr lang einen Entzug machen muss. Jetzt habe ich keine Angst mehr, dass sie mir eine Spritze in den Arsch jäten und mir Medis vollbummen. Jetzt habe ich keine Angst mehr, sage ich, jätet ihr mir doch eine Spritze voll Medikamente in den Arsch. Mit Jesus, der macht mich von einem Tag auf den anderen wieder frei. Die können so blöd tun, wie der Wind. Die können mir 20 Spritzen in den Arsch jäten. Mein Jesus ist grösser als das Seich. Und jetzt habe ich das Vertrauen und jetzt habe ich den Sieg. Oder jetzt bin ich wirklich frei, jetzt habe ich keine Angst mehr, wenn sie mich psychisch sperren oder Medis. Ich habe keine Angst mehr vor dem jetzt, weil ich weiss, ich kann von einem Tag auf den anderen wieder los, wieder das Zeug wieder ablegen. Und darum war das auch gewesen, die Geschichte mit dieser Psyche, damit ich die Angst verliere vor der Psyche, endgültig die Angst verliere vor der Psyche. Jo, ich hoffe, mein Buch kommt gleich. Ich bin dran am Schreiben, aber ich habe in Liberia verschrieben, wo ich obdachlos war, beim Internetcafé, habe ich es auch verschrieben, aber ich war heftig unter Druck. Ich hoffe, dass der Druck nicht so überkommt in diesem Buch, sondern die Liebe und die Freude und der Trost, dass ich jetzt gesund sein darf und dass das überkommt in diesem Buch. Und die Hoffnung, einfach die unbändige Hoffnung. My God is able! My God is able! Mein Gott kann!
Mein Gott kann, er kann Psychose gesund machen, er kann Menschen heilen, er kann Krebs heilen, er kann blinde Sehnen machen, er kann dich vom Rollstuhl aufstehen lassen. Mein Gott kann das! Er kann alles! Und er ist gewaltig! Okay, danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen.